Ja, mein Name ist Janis Vaļis. Ich arbeite an der Landesischen Unterstützungs- und Förderungsdienst Lettlands, also in einer staatlichen Verwaltungsbehörde, die eigentlich dem Landwirtschaftsministerium noch untergeordnet ist, und bin da ein stellvertretender Abteilungsleiter. Was besonders mich freut, ist, dass ich noch immer habe Kontakt zu den Leuten, mit denen ich damals war in Deutschkursen. Und es geht ja nicht nur an Kursteilnehmer, es geht ja auch an die Behörden, die wir damals besucht haben. Weil ich ja bin ja ein Beamter und für mich ist ja auch sehr wichtig, dass ich Kontakte zu Behörden, zu ähnlichen Institutionen in anderen Ländern habe, damit ich etwas mehr für meine Arbeit was leisten kann. Und seitdem bin ich wirklich so froh, dass die Kurse helfen mir nicht nur als Landeskunde, sondern auch professionell. Deutsch ist eigentlich für mich einerseits sehr wichtig, weil das ist meine dritte Fremdsprache. Also nach Russisch und Englisch, Deutsch ist meine dritte Fremdsprache und deswegen vielleicht beherrsche ich die noch immer nicht ganz so gut. Aber in meinem allgemeinen Arbeitstag, vielleicht nicht jede Woche, aber jeden Monat unbedingt, habe ich Kontakte zu meinen Kollegen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich sind. Und ich immer wieder nutze die Gelegenheit, wenn ich fahre zum verschiedenen Veranstaltungen in irgendwo in der Europäischen Union, dann mit deutschsprachigen Kollegen natürlich unterhalte ich lieber Deutsch als Englisch.